Über die Ebenen des afrikanischen Kontinents ragt die Giraffe hervor, das größte lebende Tier der Welt. Giraffen sind einfach zu erkennen, da sie ziemlich lange Hälse, ein geflecktes Fell, lange Beine und hornartige Schädelausbildungen haben. Die Männchen sind die größten der Art und können bis zu 5,7 Meter hoch werden, mit dem schwersten bisher aufgezeichneten Gewicht von knapp 2000 Kilogramm. Sie haben ziemlich kurze Oberkörper, wenn man diese mit der Größe und dem Gewicht vergleicht. Obwohl deren Beine lang und schlank sind, ermöglicht ihnen eine spezielle Knochenstruktur, deren Oberkörper zu halten. Der Buckel der Giraffe ist der Ankerpunkt für die großen Muskeln und Bänder, die deren Kopf und Hals unterstützen. Der Großteil der Figur besteht aus dem Hals, was von enorm großem Vorteil ist, wenn es zur Fütterung kommt, denn es erlaubt ihnen, Blätter zu erreichen, die andere Tiere nicht erreichen können. In einem Kampf schwingen die Männchen deren Hälse, um kräftige Aufprälle zu verursachen, in welchen deren hornartigen Schädelausbildungen verwendet werden. Das kann von bis zu einer Entfernung von 100 Metern gehört werden. Das Auftreten von Giraffen ist bereits schon seit vielen Jahren die Inspiration von Volksmärchen, Büchern, Filmen und Kunst, speziell in den Gemälden von Salvador Dali. Nummer 4. David und Sam Mantier. Im Jahr 2015 war das Paar David und Sam Mantier aus Calabasas, Kalifornien in Afrika. Und sie übernachteten im Royal Livingstone Hotel, nahe den Victoria-Fällen in Sambia. Nachdem sie mit Löwen in einem Rettungsheim liefen, ging das Paar zu deren Hotel zurück, um zu schwimmen. Als sie sich auf dem Weg zurück ins Zimmer machten, bemerkten sie, dass sie ihren Schlüssel am Pool vergessen hatten. Sam ging zurück, während David einen Waldweg entlang ging, welcher vor ihre Türe führte. Dort sah er eine 5 Meter große Giraffe, die Blätter fraß, und nebenan noch drei Weibchen. Als Sam dann von der anderen Seite kam, gestikulierte David, um Sam zu stoppen, damit er das Tier bewundern konnte. Dann machte das Männchen Augenkontakt mit der Frau, kickte Sam und rannte sie nieder. David ging dann auf das Tier los, schlug es, aber reichte nicht weiter nach oben als bis zum Oberschenkel. Unbeeindruckt schwingt das Männchen den Kopf und trifft David, was ihn ganze 90 cm nach oben gegen einen Baum schlug. Jene, die zusahen, begannen zu schreien und Steine zu schmeißen, um das Tier davon zu jagen. Ein Wart kam, um Sam mit einem Golfwagen zu holen, als David um den Baum kroch und zur Rezeption humpelte. Das Paar sah sich wieder an der Rettungsstation und danach wurden sie in eine kleine Klinik in Sambia gebracht. Dank deren Versicherungsfirma war es ihnen möglich, mit einem Helikopter nach Johannesburg gebracht zu werden, wo sie einige Wochen lang behandelt wurden. Die beiden überlebten den Angriff, aber nicht ohne Narben. Die Giraffe spaltete Sams Bein und sie benötigte 45 Stiche, während David an internen Prellungen litt. Derzeit ist eine Giraffenart mit 9 Unterarten anerkannt, die sich auf dem afrikanischen Kontinent befindet. Von Tschad im Norden bis nach Südafrika im Süden und von Niger im Westen bis nach Somalia im Osten. Sie leben in halbtrockenen, offenen Waldbereichen mit vereinzelten Bäumen und Büschen. Es gibt ungefähr 90.000 Giraffen in der Wildnis und ungefähr 1.150 in Gefangenschaft. Sie fressen nur Pflanzen und können sogar wochenlang ohne einen Schluck Wasser überleben, da sie die meiste Feuchtigkeit aus Pflanzen bekommen. Diese sozialen Tiere haben keine Territorien. Sie leben jedoch in Gruppen, die sehr offen sind und sich immer wieder ändern. Männchen werden Bullen genannt und Weibchen werden Kühe genannt. Sie werden als allgemein stille Tiere angesehen und kommunizieren nicht stimmlich. Dennoch kommunizieren sie durch Stöhnen, Grunzen, Brüllen, Fauchen und lautem Husten, was Männchen während dem Liebeswerben von sich geben. Es gibt auch eine Theorie, dass sie Infraschall verwenden, um über längere Distanzen zu kommunizieren. Nummer 3. Bram Boss. Im April des Jahres 2015 wurde die Leiche des 45-jährigen Touristen Bram Boss in der Limpopo-Provinz in Südafrika gefunden. Boss übernachtete im Taba Monad Lodge, nördlich von Johannesburg. Er wurde am Sonntagnachmittag als vermisst erklärt, nachdem er alleine auf eine Fahrradtour ging. Laut der südafrikanischen Polizei wiesen seine Verletzungen darauf hin, dass er von einer Giraffe zu Tode getrampelt wurde. Obwohl niemand weiß, wie sich der Vorfall ereignete, weisen Theorien darauf hin, dass Boss das Tier wütend machte, als er sich mit seinem Fahrrad näherte. Die Giraffe fühlte sich wahrscheinlich bedroht und dachte sich, dass es sich um ein Raubtier handeln würde, was somit zu dem Angriff führte.
Giraffen mögen wie ruhige, nette Riesen aussehen, aber sie können dich ohne weiteres umbringen. Wenn eine Giraffe ihren muskulösen Hals schwingt, dann hat dieser so viel Kraft, welche durch eine schwungartige Bewegung ausgeführt wird, sodass er dich töten kann. Am Ende dieser Bewegung befindet sich eine dicke, hornartige Schädelausbildung, welche Knochen brechen kann und innere Organe zerstören kann. Einem solchen Angriff einer Giraffe ausgesetzt zu sein, wurde bereits schon mit dem Schlag einer Abrissbirne oder eines Flegels verglichen. Es kann für einen Menschen tödlich enden. Es gibt sogar Fälle, in welchen Menschen getroffen wurden und einige Meter in die Luft geschleudert wurden. Zusätzlich haben Giraffen auch massive, scharfe Hufen, welche sie anwenden können, um Opfer zu Tode zu trampeln. Ein Kick einer Giraffe kann überraschend schnell durchgeführt werden und kann auch sofort im Tod enden, wenn die Brust oder der Kopf getroffen wird. Deren langen Beine ermöglichen ihnen auch, schnell zu sein. In kurzen Sprinten können Giraffen über 55 km/h erreichen, was bedeutet, dass sie locker einen Menschen einholen können. Nummer 2. Marieke Engelbrecht. Im Mai des Jahres 2010 wurde eine Frau tödlich von einer Giraffe verletzt, nachdem sie mit ihren Hunden in der südafrikanischen Limpopo-Provinz spazieren ging. Die 25-jährige Marieke Engelbrecht ging mit ihren Deutsch-Kurzhaarhunden, als einer der Hunde plötzlich auf eine Giraffe losrannte. In Angst um ihren Hund rannte Engelbrecht ihm nach. Laut der Polizei wurde die Giraffe dann aggressiv. Es wurde berichtet, dass es nur dessen Junges beschützen wollte, welches sich in der Nähe befand. Als Engelbrecht dann dem Tier näher kam, kickte es sie. Die Auswirkung war so stark, sodass die Frau auf der Stelle getötet wurde. Es wurde herausgefunden, dass etwas nicht stimmte, als einer der Hunde ohne Besitzer zurückkam und immer noch an der Leine war. Engelbrechts Familie war an diesem Ort, um den 50. Geburtstag ihrer Mutter zu feiern. Zufälligerweise war es auch der erste Hochzeitstag der jungen Frau. Giraffen sind normalerweise sehr ruhige Tiere, die keine Menschen angreifen. Es gibt Orte auf der Welt, wie das Giraffenzentrum in Nairobi, Kenia, wo Touristen begleitete Spaziergänge mit diesen Tieren machen können. Es ist trotzdem immer gut im Hinterkopf zu behalten, dass sie nicht zögern werden, dich anzugreifen, wenn sie sich bedroht fühlen. Abgesehen davon, dass du dich nur einem nähern solltest, wenn der Trainer dabei ist. Du solltest auch vermeiden, plötzliche Bewegungen durchzuführen. Bleibe ruhig und so still wie nur möglich. Giraffen haben eine gute Sicht und so können auch schon helle Farben deiner Kleidung sie zum Ausrasten bringen. Wenn du Fotos machen möchtest, dann schalte den Blitz aus, da das auch plötzliche Gewalt hervorrufen kann. Nummer 1. Carlos Cavallo. Im Mai 2018 wurde der ausgezeichnete Filmemacher Carlos Cavallo von einer Giraffe in einem Safari-Park in Südafrika umgebracht. Zu dieser Zeit filmte der 47-Jährige für die Serie Wild at Heart. Laut den Parkbeamten ging Cavallo auf Gerald die Giraffe zu, um Fotos zu machen. Aber ihm wurde auch gesagt, einen Sicherheitsabstand zu halten. Momente bevor er angegriffen wurde, machte Dricus van der Merwe, Cavallos Kollege, ein letztes Bild von ihm. Als Cavallo durch die Kamera sah, breitete die Giraffe ihre Beine aus und schwing ihren Hals auf ihn. Es traf ihm am Kopf und so wurde er 4,80 Meter in die Luft geschleudert. Van der Merwe sah den Vorfall und erzählte später den Medien, ich konnte sehen, dass er bewusstlos war. Blut kam aus seinen Augen und Ohren und so wusste ich, dass er an einem schweren Kopftrauma litt. Die Rettung wurde gerufen und Cavallo wurde mit dem Helikopter ins Krankenhaus gebracht. Er konnte sich von seinen Verletzungen leider nicht erholen und so wurde er später für tot erklärt. Die Parkbeamten sagten, dass Gerald nicht eingeschläfert wird, da er nichts falsch gemacht hätte. Einige Tage nach dem Vorfall ging Dina Cavallo, die Witwe des Filmemachers, dorthin, wo ihr Mann getötet wurde. Sie wollte dem Tier gegenüberstehen, das ihren Mann umbrachte. Später sagte sie den Medien, die ganze Zeit, in der wir gingen, verlor mich Gerald nie aus den Augen. Und so starrte ich nur zurück in seine ruhelosen Augen und auf die Hörner, die Carlos umbrachten. Und ich dachte nur an den schrecklichen Moment, in welchem er meinen Mann angriff.